Hallöchen Leute, willkommen zur vierten Episode meines Let's Plays Rise of the Tomb Raider. Ich bin David und ich begrüße euch ganz herzlich hier im Frierenden, irgendwo im Sibirien, wo sich Lara Croft gerade richtig den Arsch abfriert und die Möse austrocknet dabei. Meine Güte, sehr richtig verfrüßend hier. Ja, lecker, flockig und es fliegt Schnee überall. Mal schauen, wo uns jetzt der Weg hinführen wird. Das Spiel ist bis jetzt einfach nur genial. Ich muss mich bewegen. Ja, das mache ich doch. Immer mit der Hochkleine. Nicht umfallen, ne? Komm, komm, komm. Komm schon. Du schaffst das. Mach schon. Also rennen kann ich schon mal gar nicht. Ah, jetzt langsam. Oh. Ein altes Camp. Ja, und ich sehe das noch nicht wegen dem ganzen Schnee. Ah, jetzt. Oh, ein Lagerfeuer. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Ja, da muss man wohl bestimmt jetzt... Sammeln Sie Material für Feuer und einen Unterschlupf. Okay, cool. Alles klar, da sind die Sachen. Gut, das heißt erstmal Holz organisieren, das ist Fakt. So, einmal Holz sammeln. Wunderbar. Okay, das könnte gehen. Wunderbar, zweimal Holz. Nicht genug für die Nacht. Ja, ja, ich immer muss mit mehr der sammeln. Ein bisschen Holz gleich noch. Oh, yeah, yeah. Die bricht hier halber zusammen. Hoffe ich. So, und ein bisschen Reh. Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwo. Oh, oh. Zurück zum Camp. Das sieht echt nicht gut aus. So, ich schau mal, ob ich nochmal... Komm, mach Kuh. Mach jetzt Kuh. Ach, scheiß drauf. Ich wollte gucken, ob irgendwo in der Gegend noch ein bisschen was wäre, aber anscheinend eher weniger. Nee, das war's. Los, verdammt. Komm schon. Oh je. Ob wir wirklich Feuer damit machen können, ist die andere Frage. Bin ich jetzt mal gespannt drauf. Aber ich denke mal, das schafft sie auf jeden Fall locker flockig. Ja. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Oh, muss man jetzt sogar noch eine Waffe machen, oder was? Ah, sie macht schon mal einen Bogen. Das kennen wir doch. Ich brauche einen stärkeren Bogen. So, ändern Sie Laras Kleid. Ich bin dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Ich hoffe, dass dein Kontext jetzt fertig ist, auch wenn er interessant war. Ändern Sie Laras Kleidung, damit sie besser für ihr Abenteuer gerüstet ist. Mehrere Outfits sind verfügbar und werden beim Fortschreiten im Spiel und durch Abschließen bestimmter Missionen freigeschaltet. Manche Outfits verleihen beim Tragen Gameplay-Vorteile. Wechseln Sie Outfits in Basislagern, indem Sie im Waffenmenü V und mittlere Maustaste zur Kleidungskategorie wechseln. Alles klar. Gut, das heißt erstmal, ein Upgrade ist ja hier verfügbar. Dann machen wir das auch mal. Gut, neues Upgrade hergestellt, versteckte Wurfflamme. So, was haben wir? Griff. Okay, das können wir alles nicht ändern. Das war das erste bestimmt, was wir hätten machen sollen.
Gut, alles klar, was ist da? Mhm, da können wir wenigstens mal töten damit, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte. So, das sind die Outfits. Okay, Waffenwechsel. Im Waffenmenü können Sie zwischen verschiedenen Waffen desselben Typ wechseln. Jede Waffe verfügt über einzigartige Statistiken und Upgrades, die für ein individuelles Kampfgefühl sorgen. Gut, mhm. Schauen wir mal, das ist hier Standard. Wie wäre es damit? Okay, das wäre, achso, das ist nur andere Farbe. Okay, das wäre ein bisschen kalter, glaube ich. Obwohl, da steht ja blaues, langärmeliges Thermoshirt. Ein lockeres Gewebe hält warm und ist gleichzeitig atmungsaktiv. Ach ja. Aber ich bezweifle, dass das jetzt sinnvoll ist bei dem. Verbliebenen Outfit, das von ihrem byzantinischen Erbe inspiriert ist. Outfit. Bonus, manuelle Heilung erwehrt die Chance, Wunden zu verbinden, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Das ist schon mal was Vorteilhaftes. Sperber. So, helles Felloberteil mit einem grauen Schal, ideal für die Jagd im Schnee. Outfit-Bonus, Tiere, die keine Raubtiere sind, erschrecken sich weniger leicht, was sie zu einer erleichterten Beute macht. Alles klar, das ist die Standard-Ding. Graues Schwertshirt, bla bla bla, alles klar. Und Expansionsjacke, das, was wir gerade anhatten. Alles klar, dann würde ich mal sagen, Whiteout, nee, das gefällt mir schon mal besser. Kann ich das auch jetzt anbehalten? Ich denke mal schon, oder? Ja, wunderbar, das behalte ich auch an. So, Inventar, dann schauen wir mal, was können wir da schon mal verbessern? Bogen, Pfeile schon mal gar nicht. Ausrüstungen gehen auch gar nichts. Interessant. Das können wir erst bestimmt später machen. Fähigkeiten. Was ist mit Fähigkeitspunkte? Kämpfer. Ah, Kämpfer können wir auf jeden Fall was verbessern. Dickhäutig. Sie erleiden weniger Schaden durch feindliche Beschuss- und Nahkampfangriffe. Der Effekt versteckt sich mit der Herz-aus-Stein-Fähigkeit. Das ist schon mal Vorteil. Eisenhaut. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch Explosions- und Feuer. Okay. Sitzen Sie beim Ausweichen Feinde ohne Rüstung durch zeitlich angepasstes Drücken von F. Außer Gefecht, okay. Effizienter Killer. Feinde, die durch lautlose Kills erlegt werden, werden automatisch ausgeplündert. Alles klar, aber ich denke mal, wir machen erstmal das hier. So, gut, dann haben wir das. Jäger hätten wir noch hier gemacht, gehabt auf jeden Fall und Überleber, aber das kriegen wir eh bestimmt mit der Zeit hin. Alles klar, gut, dann gehen wir auch zurück und starten und gehen weiter. Oh. Alles klar, neue Dokumente wurden freigeschaltet. Da ist unser Weg, wo wir hin müssen. Mhm, alles klärchen. Gut. So, jetzt denke ich mal, ist uns warm genug. So, aber jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Wie man sieht, ist es schon mal vorteilhaft. So, Pfeil und Bogen ist ja wunderbar. So, tun wir mal ein bisschen was abbauen. Okay, gut. Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken. Da haben wir was. Ein Vogelnest, aber ich weiß jetzt nicht, wie man da hinkommt. Ich denke mal, das müssen wir abschießen, oder? Ja. So. Gut. Ein kleiner Bug. Federn. Ergattert. Gut, was haben wir da? Okay, da müssen wir hin. So, was gibt es sonst noch in der Umgebung? Außer das hier. So. Okay, ich verstehe. Wir müssen da hoch. So, und dass wir über die Wölfe hinweggehen, glaube ich mal. Okay, alles klar. So, wunderbar. Aber muss man jetzt halt ein bisschen jagen, ne? Ach, ich kann aber auch jetzt hier nicht von da oben. So, wunderbar. Wunderbar. Haben wir wenigstens was zu plündern hier. Ein bisschen Fell. Sehr gut. So, wir haben 11 Pfeile. Da ist ein Kaninchen. So, bleibst du mal stehen? Bleib stehen. Ach. Oh, jetzt mal erstmal die Umgebung anschauen. Bevor wir da. Na, super. Jetzt habe ich einen Bogen verkackt wegen dir. So, aber dich. Dich habe ich. Dich habe ich zum zweiten Mal. Sehr gut. Kriege ich dich noch zum dritten Mal? Nein! Das war zu viel mit der Maus. Yes! Ich hab ich Bambi. Tut mir leid, Bambi, aber ich muss halt auch mal Bambi töten. Gut, dann kann ich jetzt eigentlich hier runtergeiern. Mongolisch. Mhm. So, tun wir erstmal ein bisschen Bambi häuten. Tut mir leid. So, wie sieht's aus? Da ist ein bisschen Bäumlein wieder.
Sehr gut. So, der Hase können wir auf jeden Fall mitnehmen. Sehr gut. Ja, ich muss halt ein bisschen jagen, das ist Fakt. So. Damit ich natürlich Erfahrungspunkte ergattern tue, dass ich auch uns upgrade. So, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht die ganze Geschichte jetzt aus hier? Und nochmal gucken. Gut, da haben wir genug. Hier haben wir. Da haben wir ein bisschen Eier oder Federn. Ergattern können. Okay, da können wir nur hochklettern. Aber was ist da hinten? Das sieht nämlich auch interessant aus. Und da geht's zu einer Höhle. Da können wir auch gleich mal hin. So, was ist das? Ach ja. Das bekomme ich noch nicht runter. Ah, alles klar. Okay. Gut, dann schauen wir erstmal, weil unser Weg. Oh, oh, da ist was. Wunderbar, komm. So, was finden wir hier drin? Okay. Das ist schon mal Karte aktualisiert. Na, alles klar, ich frage mich, was das für Punkte hier sind. Da schauen wir mal Überlebensverstecke. Alles klar. Hey, wir haben so viele Sachen, die wir hier finden müssen, alles. So, jetzt gehe ich erstmal in die Höhle da rein. Um zu schauen, was es hier gibt. Okay. Mhm. Aber ich habe keine. Ich habe keine Waffe, damit ich es kaputt machen kann. So, ah, da haben wir noch ein Nest. So, sehr gut. So, jetzt muss ich und... Ah, da haben wir was. Da ist was. Da ist was. Da glitzert was. Sehr gut. Da haben wir schon mal ein Überlebensding freigeschaltet. Okay. Da in der Mitte können wir was lesen. So, nur... nicht runterfallen. So, les mal. Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Mongolische Schrift... Kann sie nicht recht entziffern. Schade, das wäre jetzt cool gewesen, wenn wir das hätte noch machen können. So, da geht's auf jeden Fall weiter. So, da oben ist auch noch ein Nest. Ich weiß nicht, ob ich es runter oder eher drüber... Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, wo gibt's noch so einen Weg? Yo! Trinity, Sie sind hier. Super, das läuft doch schon mal. Zentrale, hört ihr mich? Ach, Scheiße! Woher die Wölfe holen die? Oh Scheiße, was war denn das? So, ich habe jetzt Angst, weiter runter zu gehen. Ganz ehrlich, ich tue lieber hier ein bisschen noch diese Punkte hier ergattern. Ich hoffe nur, dass wir keinen Besuch jetzt kriegen. So, noch ein Nest, wo wir kommen können. Komm. So. Wo gibt's noch eine Möglichkeit? Da ist halt auch noch ein Nest da oben. Da ist auch ein Nest, das können wir auch abschießen. So, aber langsam wird's mit den Pfeilen ein bisschen knapp. So, wo geht's hier hin? Da haben wir wenigstens eine Kiste. So, wir haben schon fast Level Up. Von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Gute Frage, nächste Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, Lara. So... Wo geht's da hin? Gibt's da? Nee, da geht's eigentlich dahin, wo ich nicht hingehen will. Erstmal, ich will noch nicht weitermachen. Ich will natürlich, was es hier gibt, noch ergattern. So, hier wäre noch eine Möglichkeit. Ich frag mich, wie war die Möglichkeit? Wie kann ich das markieren? Wie kann ich den Scheiß markieren? So, zentrieren. Wegpunkt setzen. Gut, da. So, mal schauen. So, tun wir noch ein bisschen paar wunderbare Bäume abzetteln. So, was gibt's hier? So, wo wäre eine Möglichkeit, jetzt dort rüber zu kommen? Ich weiß nicht, das wäre ein bisschen hart, oder? Okay, da kann ich schon mal. Gut, dann springen wir. Aua. Gott sei Dank. Es geklappt, okay, da muss ich da hin. Jo. Dann geht's halt mal tief runter.
Egal. So, da haben wir noch eine Ausgrabungsstelle. Gut, das haben wir auch ergattert und Level Up ist immer auch schon fast. Komm, spring runter jetzt. Gut, dass ich jetzt die ganze Geschichte hier sehe. Alles klar. Da haben wir noch Kingfish. Yes. Fähigkeitspunkt verbessert. Wunderbar. So, das war's erstmal auch, muss ich sagen. Da muss ich jetzt zurück ins Camp. Aber ich will noch das eine Ding hier ergattern. Da ist auch der Wegspunkt, wo ich gesetzt habe. Ja. Holen wir uns das noch raus. So, da haben wir noch einen Baum und ich hoffe mal, dass ich jetzt genug Pfeile produzieren kann. Wäre nämlich echt von Vorteil, die ganze Geschichte. So, ja, komme ich da hoch wieder? Hoffe ich mal, ja? Weil wir haben keine Pfeile mehr und das wäre scheiße. So, erstmal die Karte begutachten. Wo ist das Lager? Da. Gut, da muss ich mir jetzt einen Punkt setzen. Das ist natürlich Findentu. So, jetzt muss ich gucken. Oh, ich bin auf dem falschen Weg. Ich muss in die Richtung, oder? Ja. So, und jetzt immer geradeaus. Gut, dann gehen wir mal hin. Ja, schade, ich habe keine Pfeile mehr. Aber, was war das? Hey, was war das gerade? Linke Taste gedrückt, um Pfeile... Achso, ich kann selber Pfeile herstellen. Ah, das ist doch schon mal vorteilhaft. Sehr gut. Da muss ich ja nicht mal zum Lager. Das ist doch von Vorteil. Gut. So, jetzt gucke ich nochmal die Karte. Wir haben eigentlich alles ergattert, außer das hier. Das können wir ja noch nicht lesen. Diese Höhle können wir noch nicht ergattern. Der Totenkopf, weiß ich jetzt selber nicht, was das ist. Forschertasche, okay. So, da ist noch ein Reh, müsste vorhanden sein. Überlebens haben wir. Hallo. Warum kann ich eigentlich mit der Maus mich nicht bewegen? So, geht doch. Ich weiß nicht, was das hier ist. Aber werden wir schon finden. Gut. Dann werde ich erstmal jetzt durch die Höhle, da durch die kleine Höhle gehen. Aber wenn ich jetzt weiß, wie ich Pfeile herstellen tue, das ist ja schon mal sehr gut. So, falls wir noch einen Baum finden, wäre es noch optimaler. Ich glaube, das war die Höhle. Wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, das ist die Höhle. Gut, dann gehen wir halt mal da runter und schauen mal, was wir da finden jetzt. So, die Pilze können wir schon mal nicht einsammeln. So, was gibt's hier unten? Anscheinend nicht viel, aber da haben wir noch eine Karte. Hallo? Ach, ich hasse sowas. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Eine harte Aussage, eine ganz harte Aussage. Der Trinity-Orden setzte einen Fährtensucher auf den Propheten an. Okay, ich denke mal, das ist auch die einzigste Möglichkeit. Okay, da haben wir was für Dynamit. Das ist doch schon mal interessant. Dynamit, nee, Magnetit. Jetzt stellen sie aus Magnetit spezielle Schrotflinte-Munition und Sprengladungen her. Ach yeah. Dann weiß man mal Bescheid. Das ist doch gut. Gut, da haben wir nochmal. Okay, ich denke mal, die Dinger können wir da nur wenn man es verbrennt und hier diese Dornen. Mal schauen, ob wir hier noch was finden. Tor für diese Magnetit. Da ist noch was. So, dann haben wir die kleine Höhle hier auch mal erkundet. Aber das müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass wir in Zukunft eventuell nochmal hierher zurückkommen. Das wäre, glaube ich, schon sinnvoll. So, gut. Da können wir uns eigentlich auf dem Weg jetzt dorthin machen. Wohl, ein Reh ist ja noch über, hä? Wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Oder? Irgendwo muss es doch noch ein Reh sein, oder? Der hat mir hier noch ein Reh angezeigt. Das Reh müssen wir auf jeden Fall uns noch holen.
dass wir dann Pfeile und Co. herstellen können. So, mal schauen, was haben wir hier noch? Da haben wir noch ein Ding, ein Nest, dass wir ein paar Federn bekommen. So, danke. Da, was war das? Was war das? Was ist da hier rumgeeiert gerade? So, da ist noch ein Nest. Jetzt habe ich eine Möglichkeit. Gut. Hallo? So, okay, da klettern wir mal rüber, holen noch diese Feder dort drüben. Gut, lass dich fallen. Wie lässt du dich fallen? Hallo? Lass du dich mal fahren? Hallo? Ja, du bist schon da. Och, komm schon, Lara. Ich weiß gerade nicht, wie man sich fallen lässt. Ich tue Leertaste, E, A, D, F, C. Ah, C. Alles klar. C. Gut, weiß ich Bescheid. Einmal plündern, bitte. So, was findet ihr hier? Karte wurde aktualisiert. Sehr gut. Und nochmal, das hier wollen wir haben. Danke für die Fehler. So, und jetzt müssen wir das scheiß Reh finden. Wo ist das gottverdammte Reh? Ich weiß, dass noch hier eins war. Ich weiß es. Hier war noch ein Reh. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall jetzt, wie ich da runterkomme, wenn ich C drücke. Das alles muss man schon lernen. So. Wenn man es halt nicht weiß, ist es blöd. Gut. Wo bist du? Ah, da ist noch eine Feder. Yes, die hab ich. Wunderbar. So, wo bist du? Hä? Ist sie runtergefallen? Komm, lass dich fallen. Ja, komm, lass dich fallen. Da, sehr schön. Noch eine Feder haben wir. So, jetzt mal kurz gucken. Noch ein Baum eventuell. Nee, Scheißdreck. So, ja, ja, da ist ein Baum. Da ist ein Baum. Und da ist noch eine Feder. Sehr gut. So, Feder. Baumlein. Wunderbar. Und das müsste eigentlich... Ja, das ist unser Lager. Gut, dann sind wir auch wieder beim Lager und können eigentlich noch unser Fähigkeitspunkt hier noch ergattern. So, dann tun wir mal Fähigkeitspunkte machen. So, ich hätte mal gesagt Überleber. Was wäre Überleber? Schnelle Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr EP. Das ist auch gut, hä? Brandbomben stellen aus roten Benzinkanistern Bomben und aus feindlichen Funkgeräten Annäherungsminen her. Laden Sie aus beträchtlicher Höhe sicher und ohne Schaden zu erleiden. Rollen Sie sich bei der Landung mit C ab. Okay. Das müsste ich später auf jeden Fall lernen. Eifriger lernen. Erhalten Sie Bonus EP durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte, Herausforderungen. Okay. Auge für Details. Finden Sie mit Überlebensinstinkte leichte Herausforderungsobjekte. Ich denke mal, das ist erstmal das Sinnvollste, bevor wir weitermachen. Also, das mit den Pfeilen wäre auch sinnvoll gewesen. Egal, Leute. Ich werde hier mit dem Part beenden und wir gehen auf jeden Fall in der nächsten Episode weiter mit dem Hauptspiel. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.